Hi, ich bin Danny. Schau dir meine Klamotten an. Die Jacke kostet 1600 Euro, die Hose 1700, Sneakers 2500, eine schicke Wohnung, zwei Sportwagen und haufenweise Knete auf meinem Bankkonto. Ich hatte mal alles. Aber jetzt habe ich nichts mehr außer diesen Klamotten. Kein Cent. Ich bin arm. Wie das passiert ist? Ich habe mein ganzes Geld für das teuerste in der Welt ausgegeben. Du willst wissen, was es ist? Hab etwas Geduld. Bald wirst du es verstehen. Ich wurde in eine arme Familie geboren. Eine sehr, sehr arme. Wir lebten im Armenviertel am Stadtrand zwischen anderen armen Menschen. Es gab 5 Kinder in unserer Familie und wir trugen die gebrauchte Kleidung der älteren Kinder. Weißt du, diese Leute schaffen es nie ganz nach oben. Niemand lässt sie. Ich hatte Glück, dass ich das verstanden habe, als ich ein kleiner Junge war. Ich hatte mich entschieden, niemals zu arbeiten. Das machte keinen Sinn. Mein Vater hatte 3 Jobs, um uns zu ernähren und wir sind kaum durchgekommen. Ich würde keine gute Bildung bekommen, was bedeutet, dass ich keinen vernünftigen Job finden würde. Ich wollte nicht in die Fußstapfen meines Vaters treten, also habe ich begonnen, meine natürlichen Fähigkeiten zu benutzen. Charme und Gerissenheit. Richtig, das bin ich. Ich fing an, naiven Touristen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und ich war gut, denn ich wurde nie erwischt. Und ich habe keine Regeln gebrochen, sondern einfach nur die Dummheit der Menschen ausgenutzt. Als ich älter wurde, hatte ich bereits dutzende Tricks im Ärmel, um an Geld zu kommen. Aber das waren bloß Centbeträge. Was ich wollte, war echtes Geld. Einmal habe ich eine reiche Touristin aus Europa getroffen. Ich habe so getan, als sei ich ein Waiser, der auf der Straße lebte, und sie fiel darauf rein. Ich spielte die Rolle des bemitleidenswerten Teenagers so gut, dass sie mir eine ganze Woche lang Geld und Geschenke gegeben hat. Vor ihrer Abreise entschied sie sich, mich zu adoptieren und mitzunehmen. Ich wollte nicht, dass das passiert, also entschied ich mich, das Ganze zu Ende zu bringen. Ich sammelte alles, was sie mir geschenkt hatte, und rannte davon. Das war der größte Fang aller Zeiten. An dem Punkt erkannte ich, wie ich mein Geld verdienen würde. Als ich erwachsen wurde, bestand meine Haupttätigkeit darin, reiche und naive Frauen mit meinem Charme dazu zu bringen, mir Geld zu geben. Ich wusste, wie man charmant und präsentabel war. Füge noch 1A Schauspielkünste hinzu und du hast den idealen Boy-Toy, den du einfach lieben musst. Keine Entscheidung nötig. Das alles war eigentlich sehr einfach. Ich konnte sofort den Finanzstatus jeder Frau erkennen. Dann bin ich auf die Reichste zugegangen und das Spiel begann. Verabredungen, Spaziergänge, Abenteuer. Nach knapp einer Woche war sie unsterblich in mich verliebt. Manche von ihnen haben sogar für mich ihre Männer verlassen. Dann kamen prunkvolle Hochzeiten und Schwüre ewiger Liebe. Wenn meine nicht ganz so junge Frau auf Geschäftsreise war, hatte ich Spaß auf ihrer Yacht mit anderen Frauen. Ich gab ihr Geld aus und lebte mein bestes Leben. Und als sie endlich meine Affären bemerkte, war es schon zu spät. Nach der Scheidung bekam ich einen Teil ihres Geldes. Hey, sie war so in mich verliebt, dass sie glatt vergessen hatte, einen Ehevertrag aufzusetzen. Es passierte immer wieder. Im Alter von 25 war ich bereits 14 Mal verheiratet. Ich hatte meine eigene luxuriöse Wohnung, 2 Autos, krasse Kleidung und eine 6-stellige Summe auf dem Konto. Das Leben war großartig. Und das, obwohl ich keinen Tag in meinem Leben gearbeitet hatte. Doch einmal ist etwas passiert. Ich habe ein Mädchen kennengelernt. Es war nur eine andere reiche Touristin. Aber sie war jung. Anders als die anderen Frauen, die ich zuvor hereingelegt hatte. Ihr Name war Charlotte und sie war jünger als ich. Ich war interessiert und begann das Charmspiel zu spielen. Aber ich erkannte, dass meine Magie nicht bei ihr funktionierte. Alles, was ich von ihr bekam, war Ekel, keine Liebe. Mein Selbstbewusstsein war zerstört. Hatte ich den Bezug verloren? Das war eine Herausforderung, die ich annahm. Ich überlegte mir neue, genaue Wege, um Charlotte zu verzaubern. Ich begann sie zu mögen. Sie hatte etwas Besonderes an sich. Blumen, Geschenke, verzweifelte Taten. Schließlich gab sie nach und wurde meins. Ich hatte gewonnen. Ich war ihr so dankbar dafür, dass sie meinen Glauben an mich selbst wiederhergestellt hatte. Wir verbrachten wundervolle Tage und Nächte zusammen. Nach einer Woche erkannte ich, dass ich verliebt war. Also wirklich verliebt. Ich war bereit, meine vorherigen Affären aufzugeben und ein normales, erfüllendes Leben zu führen. Ich teilte meine Pläne mit Charlotte und fragte sie, ob sie mich heiraten würde. Charlotte fragte mich beklommen, ob das ein Trick sei. Vielleicht war ich ja bloß ein einfacher Hochstapler, der auf ihr Geld aus war. Oh, süße Charlotte. Sie war so hinreißend, wenn sie ihre Nase rümpfte. Ich zeigte ihr das Geld auf meinem Konto und sie glaubte mir. Charlotte stimmte zu, mich zu heiraten. Ich war auf Wolke 7, vor lauter Glücklichkeit. Ich bot ihr an, auf unsere Verlobung zu trinken. Wir öffneten eine Flasche des teuersten Champagners und tranken ein Glas. Mir wurde schwindelig.
Ich blickte zu meiner Charlotte und sah, wie das Lächeln langsam von ihrem Gesicht verschwand. Ich verlor das Bewusstsein immer mehr. Charlottes Gesicht wurde so ernst, wie ich es noch nie gesehen hatte. Und sie begann, die Dokumente meines Bankkontos aufzusammeln. Was passierte hier? Ich wollte sie aufhalten, aber ich konnte nicht. Mein Körper gehorchte nicht mehr. Meine Augenlider wurden schwer und ich schlief ein. Als ich aufwachte, war Charlotte nicht mehr da. Meine Dokumente auch nicht. Ich überprüfte schnell meine Konten, aber sie waren leer. Mein ganzes Geld war weg. Und dann erkannte ich, ich wurde gerade hereingelegt. Es war alles nur eine gute Show. Ich fasste mich im Kopf. Das konnte nicht sein. Es gab einen noch besseren Betrüger als mich. Wie hatte ich sie nicht erkennen können? Ich dachte verzweifelt nach. Was sollte ich als nächstes tun? Die Polizei anrufen? Aber dann würden sie Fragen zu meinem Vermögen stellen und es würde herauskommen, dass ich es nicht auf die ehrliche Art und Weise verdient hatte. Diese begabte Betrügerin wusste alles über mich und erkannte, dass ich nicht zur Polizei gehen können würde. Als ich mich beruhigte und klar denken konnte, entschied ich, was als nächstes zu tun war. Ich verkaufte mein Auto und einige meiner teureren Gegenstände. Ich hatte Glück, dass Charlotte sie nicht auch mitgenommen hatte. Ich verwendete das Geld, das ich dafür bekommen hatte, und engagierte einen privaten Detektiv, um sie zu finden. Ich wollte sie wiedersehen. Nicht um mein Geld wiederzubekommen. Das interessierte mich nicht. Ich wollte Rache an der Betrügerin nehmen, die cleverer war als ich. Es war also eine Frage der Ehre. Also begann der Detektiv seine Arbeit. Zeit verging. Ich wartete. Manchmal brachte mir der Detektiv Informationen, die er über Charlotte sammeln konnte. Ich erfuhr, dass ihr richtiger Name gar nicht Charlotte war. Ihr richtiger Name war Dolores. Sie wuchs in einem armen Viertel in einer großen Familie auf. Ihr Vater verlor seinen Job in einer Fabrik, begann zu trinken und starb, als Dolores 10 Jahre alt war. Die Mutter war sehr krank und musste die Kinder in ein Waisenhaus bringen. Nach dem Waisenhaus wurde Dolores Teil einer Betrügergang, die reiche Leute hereinlegte. Natürlich war die junge, hübsche Dolores der Köder. Dort meisterte und perfektionierte sie die Wege legaler Geldangelegenheiten. Als sie älter wurde, verließ sie die Gang, um selbstständig zu werden. Reiche Männer waren ihr Ziel. Sie brachte sie dazu, sich in sie zu verlieben und nahm ihnen ihr illegal verdientes Geld ab. Beim Studieren von Dolores Leben erkannte ich, dass wir viel gemein hatten. Wir hatten beide eine arme Kindheit. Wir beide taten dasselbe. Aber Dolores entschied sich dazu, mir zu zeigen, dass sie in diesem Geschäft viel besser war als ich. Das hat sie getan. Kein Problem. Der letzte Zug war meiner. An einem anderen Tag sagte mir der Detektiv, den ich engagiert hatte, dass er Dolores gefunden hatte. Sie war in der Nähe auf der Yacht eines hochgestellten Geschäftsmanns. Mit einer anderen Affäre. Glücklich rieb ich meine Hände. Hab dich. Ich entschied, nichts Neues zu erfinden und Dolores einfach zurückzustellen. Als es dunkel wurde, segelte ich mit meinem Boot näher an die Yacht heran und ging an Bord. Ich sah den Geschäftsmann und seine Freunde auf dem Deck. Sie tranken Cocktails und lachten laut. Sie sahen gefährlich aus. Ich würde mich nicht mit ihnen anlegen wollen. Seltsam, Dolores war nicht bei ihnen. Ich stieg runter zum Frachtraum und begann sie dort zu suchen. Ich suchte eine Kabine nach der anderen nach ihr ab und fand sie schließlich im größten Raum der Yacht. Aber was war das? Dolores war an einem Stuhl gefesselt und ihr Mund war mit Ducktape zugeklebt. Als sie mich sah, begannen ihre Augen hoffnungsvoll zu glänzen. Sie wollte mir etwas sagen. Ich entfernte das Klebeband aus ihrem Gesicht und sie flüsterte, "Rette mich! Sie denken, ich sei eine Betrügerin und wollen mir etwas antun." Meine arme Dolores. Meine Gefühle für sie kamen zurück und ich vergab ihr alle Fehler. Schnell begann ich sie loszubinden. Dann gingen die Lichter an. Dolores schrie. Ich drehte mich um. Der Geschäftsmann und seine Freunde standen hinter mir. Sie sahen mich wütend an. Ich verdeckte Dolores und sagte ihm, er sollte sie gehen lassen. Der Geschäftsmann lachte und sagte, sie hat mich hereingelegt und jetzt kann ich mit ihr machen, was ich will. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Sie waren in der Überzahl. Ich konnte den Kampf nicht gewinnen und ich konnte nicht zulassen, dass sie Dolores behielten. Ich war verzweifelt. Lass sie gehen. Ich zahle, schrie ich. Der Geschäftsmann lachte und sagte, was denkst du denn, wie viel sie kostet? Ich hatte etwas mehr als 100.000 auf dem Bankkonto übrig. Das war mein letztes Geld. Und ich bot es im Austausch für Dolores an. Zu meiner Überraschung stimmte der Geschäftsmann zu. Ich zog mein Handy aus der Tasche und überwies ihm das ganze Geld bis zum letzten Cent. Der Geschäftsmann grinste und sagte, dass das ein gutes Geschäft war und dass wir ein paar Cocktails zur Feier trinken sollten. Ich war glücklich. Ich hatte meine Dolores befreit. Ich hätte alles für sie getan. Plötzlich wurde mir schwindelig. Meine Beine gaben nach und ich brach auf dem Boden zusammen. Was war das? Was geschah hier? Ich sah Dolores auf mich zukommen. Sie lächelte und sagte, du bist zweimal auf denselben Trick hereingefallen, Verlierer.
Jetzt bist du am Ende. Kein Geld übrig. Alle lachten. Was für ein Idiot ich doch war. Wie konnte ich nicht erkennen, dass Dolores das Sagen hatte? Sie sammelte ihre eigene Gang um sich und ich bin in ihre Falle getappt. Das waren meine letzten Gedanken, bevor ich ohnmächtig wurde. Als ich aufwachte, schien die Sonne. Ich schaukelte auf den Wellen im Boot nicht weit weg vom Ufer. Die Yacht war natürlich nicht mehr da. Mein Geld auch nicht. Das ist das Ende meiner Geschichte. Jetzt weißt du wahrscheinlich, was das Wichtigste in der Welt ist. Natürlich ist es Liebe. Ich habe alles für sie aufgegeben. Aber ich habe mich entschieden, zur Tat zu schreiten. Heute habe ich nichts mehr. Aber wenn ich sie finde, träume ich davon, mich an ihr für die Dinge zu rächen, die sie mir angetan hat. Abonnier den Kanal und hilf mir, denn das kann dir genauso passieren.